Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es ein super klassisches Grundrezept, nämlich leckere Pfannkuchen. Die sind nicht nur schnell gemacht, die sind verdammt lecker. Für die Zubereitung müsst ihr maximal 5 Minuten einplanen und dann mit einem schönen Stück Butter goldbraun in der Pfanne ausbacken. Für die Pfannkuchen brauchen wir natürlich Mehl. Ein Ei kommt auch in die Schüssel. Milch dazu. Dann noch etwas Mineralwasser. Eine Prise Salz und anschließend alles verrühren. Danach die Pfanne erhitzen auf mittlerer Stufe, Butter dazu und die Pfannkuchen goldbraun ausbacken. Nach einigen Minuten wenden und dann auch von der anderen Seite ausbacken. Also ich persönlich habe Pfannkuchen super gerne mit Äpfeln, Zimt und Zucker. Nutella könnt ihr natürlich auch drauf tun, nur so als kleiner Tipp. Aber auch herzhafte Pfannkuchen mit Speck zum Beispiel oder ein bisschen Zwiebeln sind einfach traumhaft lecker. Und gerade wenn es mal schnell gehen muss am Abend vielleicht oder ein bisschen im Wochenendstress, dann ist sowas immer eine leckere Mahlzeit. Die genauen Mengenangaben sind nochmal unten in der Infobox verlinkt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen und natürlich einen guten Appetit.